Ja, also ich würde gerne mehr Sport treiben. Das ist leider nicht so immer möglich. Was mich sicherlich fit hält oder was ich eigentlich auch sehr, sehr genieße, ist eigentlich ein Umgang mit vielen jungen Menschen, die ich jeden Tag um mich herum habe. Und das ist eigentlich das, was mir Spaß macht, was mich auch, glaube ich, fit hält. Und deshalb, ich fühle mich nicht wie 60, aber ich bin auch nicht irgendwo böse, 60 zu sein. Ich meine, ich habe der erfolgreichste sicherlich der Leon Dreiseitel. Das ist, was auch ganz eigener Charakter ist, was eine ganz eigene Geschichte ist, wahrscheinlich ein ganzes Buch drüber schreiben könnte. Aber es gibt auch andere, wo ich eigentlich beeindruckt war, oft in jungen Jahren mit 16, 17, welche Verantwortung sie nehmen, wie sie das gerade das soziale Verhalten in eines Teams fördern. Mir fällt da ein Felix Brückmann ist für mich ein Aushängeschild, wo ich selber oft gedacht habe, ich meine, er ist heute noch Torwart in Mannheim. In jungen Jahren, wie jemand so viel Verantwortung übernimmt, mit einer Ruhe, mit einer Ausgeglichenheit, war für mich beeindruckend. Das sind so, die mir direkt einfallen, aber mir fallen, wenn ich jetzt überlege, noch sicherlich noch 20, 30 andere ein. Das war für mich, jeder ist eigentlich immer ein eigener Mensch und das war das, was ich immer versucht habe, auch in denen zu sehen. Und es war jedes Mal spannend, was dabei rausgekommen ist. Ja, als ich gekommen bin, haben wir versucht, eigentlich gemeinsam mit allen hier zusammen etwas das Konzept der Akademie zu verändern. Weil wir wollen eigentlich mehr rausgehen in Richtung Ausbildung. Weil für mich ist eigentlich eine Akademie, wie der Name eigentlich sagt, ein Ausbildungsbetrieb. Und es war natürlich ganz naheliegend, die Ausbildung auf Salzburg und München, auf die beiden Pro-Teams auszurichten. Dadurch war die gesamte Ausrichtung Richtung Deutschland und Österreich gerichtet, also auch in das Rekrutieren der Spieler, was neu war. Also Österreich war schon immer sicherlich ein Thema in der Akademie, aber eben auch den Bezug nach Deutschland zu finden. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, was wir geschafft haben. Wenn wir heute, so, damals als wir begonnen haben, eigentlich gemeinsam 2016, was musste man deutsche Spieler schon sehr davon überzeugen? Was ist der Vorteil für einer Red Bull Akademie in Salzburg, also dorthin zu gehen? Jetzt ist die Akzeptanz schon sehr groß. Die Bekanntheit ist, der Bekanntheitsgrad ist sehr hoch. Überall, wo ich hinkomme, die Leute sind sehr gut informiert und unser Ruf ist eigentlich exzellent. Und das war ich vielleicht ein kleiner Teil auch dazu beigetragen. Und das ist eine gute Frage. Ich hoffe nicht, also ich gehe nicht mehr davon aus, dass ich noch 50 Jahre jetzt in diesem Eishockey-Bereich bleibe. Und das ist etwas. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, eigentlich habe ich oft nachgedacht, als ich meine aktive Karriere beendet habe, eigentlich mit dem Eishockey irgendwie so etwas mehr Abstand zu gewinnen. Das war damals nicht möglich, das wird wahrscheinlich in Zukunft auch nicht möglich sein. Dazu bin ich zu sehr verwurzelt. Also mein ganzer Tag, also von morgens bis abends, dreht sich um diesen Sport, was ich freue. Und ich habe natürlich die Freunde dabei, auch meine Familie mich oder gerade meine Frau mich dabei unterstützt. Wie die nächsten Jahre aussehen, weiß ich nicht. Ich finde es immer wichtig, dass dann gerade wir arbeiten mit, oder hier, ich arbeite sehr viel mit jungen Leuten zusammen, dass der Spaß jeden Tag da ist, dass ich jeden Tag gerne hier hinkomme. Und wenn das der Fall ist, mache ich das sicherlich noch lange. Aber wenn ich das einmal nicht mehr habe, so habe ich es eigentlich auch in meiner aktiven Zeit gemacht. Ich habe einmal war der Zeitpunkt da, wo ich gemerkt habe, nee, das ist nicht mehr das, was ich mir erträume. Und da muss ich mich verändern. Bis jetzt fühle ich mich noch sehr wohl und freue mich eigentlich noch jeden Tag hier zu sein. Sehr gut. Ja, das ist natürlich etwas ein bisschen durcheinander gekommen. Eigentlich wollten wir als Familie eine große Reise gemeinsam machen, aber dann meine Schwiegertochter schwanger geworden ist. Ich bin jetzt vor 3 Tagen Großvater zum zweiten Mal geworden. Hat natürlich die ganze Reiseplanung über den Haufen geworfen, weil das natürlich das absoluten Vorrang hat. Bin noch sehr, sehr glücklich, dass das jetzt alles gut gegangen ist. Und ist vielleicht das schönste Geburtstagsgeschenk überhaupt, dass das eben das ja, 4 Tage vor meinem Geburtstag wir in der Familie nochmal ein neues Familienmitglied dazu bekommen haben. So werde ich das mit meiner Frau gemeinsam verbringen und ja, mit dem engeren Kreis der Familie, also im kleineren Rahmen. Ich bin sowieso nicht der, ich gehe gerne Geburtstag, ich freue mich immer für alle, aber mein eigener Geburtstag ist eigentlich das, was ich eigentlich immer ganz weit hinten anstelle normalerweise.